Die vierte Entscheidungsshow wird bei Let's Dance zum Boys vs. Girls Special zu Disco-Songs. Doch wer wird gewinnen? Klar, beim Boys vs. Girls Special kommt es bei Let's Dance nicht auf EinzelkämpferInnen, sondern auf die Gruppenperformance an. Dennoch sollten die Girls nach den ersten vier Entscheidungen sehr selbstbewusst in den Wettkampf startet. Sie liegen bisher im Schnitt 3,01 Punkte vorn. Let's Dance. Ergebnisse 2023 in den bisherigen Sendungen, inklusive der großen Entscheidungsshow, ertanzten die Promis nämlich die unten angeführten Punkte. Let's Dance 2023. Die Punkte der Frauen bisher: Julia Beautics 10 plus 21 plus 22 plus 27 ist gleich 80 Punkte, im Schnitt 20 Punkte. Sharon Battiste 19 plus 19 plus 25 plus 23 ist gleich 86 Punkte, im Schnitt 21,5 Punkte. Sally Özcan 17 plus 15 plus 16 plus 19 ist gleich 67 Punkte, im Schnitt 16,75 Punkte. Crescenzi Cavazzi 19 plus 17 plus 12 plus 13 ist gleich 61 Punkte, im Schnitt 15,25 Punkte. Anna Ermakova 23 plus 25 plus 29 plus 30 ist gleich 107 Punkte, im Schnitt 26,75 Punkte. Der Durchschnittswert der Frauen liegt damit bei 20,05 Punkten. Let's Dance 2023. Die Punkte der Männer bisher: Ali Güngörmüz 13 plus 8 plus 16 plus 20 ist gleich 57 Punkte, im Schnitt 14,25 Punkte. Knossi 12 plus 9 plus 20 plus 19 ist gleich 60 Punkte, im Schnitt 15 Punkte. Mimi Kraus 14 plus 9 plus 23 plus 24 ist gleich 70 Punkte, im Schnitt 17,5 Punkte. Timon Krause 13 plus 16 plus 19 plus 25 ist gleich 73 Punkte, im Schnitt 18,25 Punkte. Philipp Boy 18 plus 21 plus 29 plus 23 ist gleich 91 Punkte, im Schnitt 22,75 Punkte. Younes Zaru 10 plus 15 plus 16 plus 17 ist gleich 58 Punkte, im Schnitt 14,5 Punkte. Der Durchschnittswert der Männer liegt damit bei 17,04 Punkten. Let's Dance, Boy vs. Girls, Special 2022 beim Street Dance Battle der 15. Staffel setzten sich René Caselli, Mike Singer, Matthias Mester, Ricardo Basile, Timur Ilker und Bastian Bielendorfer gegen ihre Konkurrentinnen durch und konnten 8 Punkte auf ihr Konto buchen. Let's Dance, Boy vs. Girls, Special 2021 sah das ganz anderes aus. In Staffel 14 tanzten Ilse de Lange, Valentina Pade, Auma Obama und Lola Weipert die Jungs unter den Tisch und errangen mit 9 Zählern für die Gruppenperformance fast noch die Höchstpunktzahl. Wir sind gespannt, wie es in diesem Jahr ausgeht.